Futsal. Der Begriff taucht bei Ankündigungen für Fußballturniere in der Halle immer wieder und immer häufiger auf. Oftmals wird er gleichgesetzt mit Hallenfußball. Doch so einfach ist das nicht. Wo liegt der Unterschied zwischen Futsal und dem herkömmlichen Hallenfußball? Alois Reichert, Vizepräsident im Fußballverband Rheinland, klärt auf. Ja, der klassische Hallenfußball, wie wir ihn kannten, ist nicht so schnell, nicht so intensiv. Ja, die Spieler müssen viel mehr Entscheidungen im 1 gegen 1 treffen und die Handlungsschnelligkeit ist viel, viel größer als bei unserem herkömmlichen Hallenfußball. Woran liegt's? Zum Einsatz kommt ein etwas kleinerer, sprungreduzierter Ball, den die Profis beim Annehmen mit der Sohle streicheln. Es gibt keine Banden, Fouls werden restriktiv geahndet. Bei ruhenden Bällen muss grundsätzlich nach spätestens 4 Sekunden weitergespielt werden. All das sind sinnvolle Merkmale, findet Futsal-Verbandstrainer Alex Adrian. Beim Futsal hat sich jemand Gedanken in der Regelgebung gemacht. Ja, es ist im Prinzip kein Verschleppen der Zeit möglich. Ich muss spielen, ich bin gezwungen zu spielen. Die Rückpassregel, zu der Rückpass zum Torwart ist untersagt. Das ist eine sehr, sehr gute Regelung, sodass jeder Spieler im Prinzip gefordert ist, er muss eine Lösung finden und nach vorne spielen. Das vertikale Spiel wird gefördert, ja, es kann sich keiner zurücknehmen. Jeder ist gefordert, am Spiel aktiv teilzunehmen. Die Aufgaben des 32-jährigen Ex-Spielers des FSV Salmro und von Eintracht Trier: informieren, aufklären, Spieler für die Verbandsauswahl rekrutieren und Demo-Trainingseinheiten anbieten, sowie jüngst mit den Spielern des B-Ligisten SG Pölich-Schleich-Detzen. Spielertrainer Gustav Schulz sprach nach der Einheit von einem Riesenunterschied. Ich habe jetzt selbst auch noch nicht so gekannt mit dem Futsal. Ich habe ja jahrelang, also in den höheren Ligen spielt man eher selten Futsal oder Halle. Und es ist schon ein Unterschied. Also der Ball springt kaum. Wenn man draußen spielt mit einem normalen Fußball, dann wenn der Ball auftippt hier in der Halle, der geht direkt hoch, geht der weg. Hier muss man einfach versuchen, den Ball so schnell wie möglich unter Kontrolle zu kriegen oder versuchen, den Ball mit der Sohle mitzunehmen und ständig in Bewegung zu bleiben. Die einen befürworten Futsal, für andere ist er ein rotes Tuch. Alois Reichert vom Fußballverband sieht sich mit vielen Vorbehalten konfrontiert. Der DFB oder insgesamt Deutschland ist der Futsalentwicklung schon hinterher. Aber ich denke, es sind immer mehr Leute, die den Benefits erkennen. Einmal in dieser Jugendausbildung, einmal in dem Bereich, wenn ich Senioren Hallenrunden spiele. Aber auch dieser Ligaspielbetrieb, der kommen wird, der sich durchsetzen wird. Natürlich nicht in dieser Breite wie unser Feldfußball. Aber wir, die Fußballfamilie, können eine Hallensportart anbieten, die Zukunft hat. Futsal, ein Renner der Zukunft oder doch nur eine Randerscheinung? Noch ist nicht absehbar, in welche Richtung es geht.